Wir wollen jetzt eine Formel herleiten, mit der wir die kleinste Quadratlösung tatsächlich ausrechnen können. Das sind die sogenannten Gaußschen Normalgleichungen. Und ich habe Ihnen zunächst mal alles, was wir gerade bewiesen haben, und die ganze Setzung, das habe ich Ihnen alles nochmal da oben hingeschrieben. Insbesondere ein x-Stern ist genau dann kleinste Quadratlösung, wenn diese Ungleichung, die hier steht, erfüllt ist. Okay, der Satz ist, ein x-Stern ist kleinste Quadratlösung von ax gleich b, genau dann, wenn a transponiert ax-Stern gleich a transponiert b ist, die sogenannte gaußsche Normalgleichung. Zum Beweis nehmen wir uns zunächst mal irgendein b aus dem R hoch m vor. Dieses b lässt sich schreiben, weil wir bewiesen haben, der R hoch m ist Bild von A, orthogonale Summe mit Kern von A transponiert, lässt sich schreiben als B1 plus B2, B1 aus dem Bild von A, B2 aus dem Kern von A transponiert und die beiden stehen senkrecht aufeinander. Dann nehmen wir uns ein beliebiges x aus dem R hoch n und die Norm von ax minus b, 2-Norm zum Quadrat, lässt sich dann schreiben, ich setze einfach diese Darstellung von b ein, lässt sich schreiben als ax minus b1 minus b2. Das b1 kommt aus dem Bild von A, das heißt also insbesondere ist ax minus b1 auch aus dem Bild von A. B2 kommt aus dem Kern von A transponiert und steht damit senkrecht auf dem Bild von A. Okay, dann stehen hier zwei Vektoren. Die stehen hier zwei Vektoren, die senkrecht aufeinander stehen. Und damit gilt nach dem Satz des Pythagoras, das ist einfach Norm ax minus b1, 2 Norm zum Quadrat, plus die 2 Norm von b2 zum Quadrat. Okay, wann ist das minimal? Naja, also diese Norm von b2 hier vorne, die hängt von x überhaupt nicht ab. Ja? Also das ist fix. Und das ist minimal genau dann, wenn ax minus b1 gleich 0 ist. Okay. Gut, da aber b1 aus dem Bild von A kommt, gibt es auch mindestens ein x-Stern mit ax-Stern gleich b1. Das heißt also, für x gleich x-Stern ist tatsächlich dieser Term hier vorne 0. Das heißt also, das hier ist minimal tatsächlich, wenn wir wählen ax-Stern gleich b1 oder wenn wir x gleich x-Stern wählen. Okay, wenn das minimal ist unter allen Werten für x, dann ist x-Stern eine kleinste Quadratlösung. Das heißt also, für die Wahl, dass ax-Stern gleich b1 ist, ist das hier tatsächlich eine kleinste Quadratlösung. Okay, gut. Ich habe aber vorhin ein bisschen was anderes versprochen und das wollen wir nochmal nachrechnen. Ich habe nämlich gesprochen von a transponiert ax gleich a transponiert b. Und das wollen wir eben noch zeigen, dass das äquivalent ist zu dieser Aussage hier vorne. Zunächst mal sei x Stern eine kleinste Quadratlösung. Da haben wir gerade gesehen, dann ist ax Stern gleich b1. Da kann ich von links noch a transponiert dran multiplizieren. Dann habe ich ein a transponiert ax Stern gleich a transponiert b1. Wenn ich das a transponiert b2 hier vorne noch drauf addiere, ist das kein Problem, denn das b2 kommt aus dem Kern von a transponiert. Das heißt, das hier vorne ist 0. Ja, und a transponiert b1 plus b2 ist nichts anderes als a transponiert b. Das heißt also, wenn x Stern eine kleinste Quadratlösung ist, dann gilt auch tatsächlich a transponiert ax Stern gleich a transponiert b. Jetzt umgekehrt, sei x irgendein Vektor mit a transponiert ax gleich a transponiert b. Das b lässt sich schreiben als b1 plus b2. Und wie gerade, ja, das ist a transponiert b2 fällt raus. Das heißt, das ist nichts anderes als a transponiert b1. Und naja, das b1 war gleich ax Stern. Dann ist also das hier vorne gleich a transponiert ax Stern. Mit anderen Worten, a transponiert ax gleich a transponiert ax Stern. Okay, wenn ich das rüberbringe, steht hier a transponiert a mal x minus x Stern ist 0. Okay, das heißt also, x minus x Stern liegt im Kern von a transponiert a. Da haben wir gerade gesagt, das haben Sie in den Übungen bewiesen. Der Kern von a ist gleich dem Kern von a transponiert a. Das heißt also, wenn das im Kern von a transponiert liegt, dann muss es auch im Kern von a liegen.
Also ist a mal x minus x Stern tatsächlich gleich 0. Okay, wenn a mal x minus x Stern gleich 0 ist, dann gilt also ax gleich ax Stern. Ax Stern war b1 und das heißt also, es gilt auch ax gleich b1 und das heißt, dann ist x auch eine kleinste Quadratelösung. Das heißt, was haben wir gezeigt? Wenn x Stern eine kleinste Quadratelösung ist, dann erfüllt es a transponiert ax Stern gleich a transponiert b. Auf der anderen Seite, alle Lösungen von a transponiert ax gleich a transponiert b sind auch gleichzeitig kleinste Quadratelösungen. Also ist tatsächlich äquivalent. Ein x Stern ist kleinste Quadratelösung, genau dann, wenn a transponiert ax Stern gleich a transponiert b ist. Ja, und diese Gleichung ist wesentlich besser zu handhaben natürlich als diese Definition, die wir vorhin gehabt haben. Diese Definition, die hat unsere Intuition im Grunde dargestellt. Das hier ist jetzt wirklich was, was wir ausrechnen können. Und auf eine Sache möchte ich Sie schon mal sofort hinweisen. Wir haben ja vorhin angenommen, dass wir rechteckige Matrizen haben könnten. Ja, also wir haben im Allgemeinen so M-Kreuz-N-Matrizen. Dieses A transponiert A hier vorne ist jetzt eine N-Kreuz-N-Matrix. Das heißt also, hier haben wir jetzt tatsächlich ein quadratisches Gleichungssystem. Und wenn wir tatsächlich jetzt in der Lage sind, das aufzulösen, das heißt, wenn dieses A transponiert A hier vorne invertierbar ist, was natürlich nicht der Fall sein muss, aber wenn das invertierbar ist, dann haben wir jetzt hier tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, auch rechteckige Gleichungen aufzulösen. Also diese kleinste Quadratelösung bestimmt sich jetzt hier aus einem Gleichungssystem, in dem vorne eine quadratische Matrix steht. Und das heißt, da haben wir zumindest mal eine Chance, dass das Ganze tatsächlich invertierbar ist. Ja, und das ist jetzt ein normales Gleichungssystem, damit können wir ganz normal umgehen und wir können alle unsere alten Techniken wieder einsetzen.